Simon Vetter, Einsatzleiter der Feuerwehr Fußach. Was ist hier geschehen? Ja, also wir sind mit der Meldung F6R2 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf Teil 202 alarmiert worden. Wo wir angekommen sind, haben wir gesehen, dass der in einer Böschung abgestürzt ist. Es hat sich dann das Bild ergeben, dass eine Person schwere Rückenverletzungen gehabt hat und aufgrund dessen haben wir sie für eine schonendere Bergung aus einem Auto mittels Bergeschere und der Feuerwehr Hart geboren. Wie viele Mann waren denn im Einsatz? Es war die Feuerwehr Fußach mit 3 Autos und 15 Mann im Einsatz und die Feuerwehr Hart mit 4 Autos und 20 Mann.